Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserer Attentäterin hier. Und wir werden jetzt immer mit Handlungsbogen Alderaan, Darth Elgin. Ah, Sith. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Tul. Ich bin froh, euch zu sehen. Das Haus Tul sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährden könnte, genau wie die Position des Imperiums. So schlimm kann es doch nicht sein, oder? Ich neige nicht zu Übertreibungen. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat, wenn nur der Preis stimmte. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Soll ich dem Haus Rist eine Lektion erteilen? Das Haus Rist war immer ehrenhaft. Dort trägt man nicht die Schuld an der gegenwärtigen Situation. Ein ehemaliger Attentäter vom Haus Rist, der von Ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Tul. Er sagt, er würde jedes Attentat publik machen, jede Entführung, jede Hinterhältigkeit, die Haus Tul jemals zu verantworten hatte, wenn er nicht bezahlt wird. Sagt mir einfach, wo er ist, dann werde ich ihn töten. Wenn es möglich wäre, sollte er lieber nicht sterben. Das wirft zu viele Fragen auf. Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe vereinbart. Doch er hat einige der besten Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen brauche ich euch. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Okay, rollen wir mal die Geschichte jetzt hier auf. Wir haben einen Typen, der wurde vom Hause Rist verbannt. Der wurde vom Haus Rist verbannt, weil er einen Auftraggeber aufgedeckt hat oder so weiter oder preisgegeben hat. Und derselbe Typ, der vom Haus Rist, ich betone das jetzt hier extra, Haus Rist, wurde verbannt. Derselbe Typ heuert Leute von Haus Rist an, damit sie ihn beschützen? In welcher beschissenen Welt leben wir denn hier? Alderaan. Kannst du nicht einfach explodieren? Oh, doch. Irgendwann schon. So. Und was genau soll ich tun? Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen, und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Ich glaube nicht, dass er annehmen wird. Ich habe das so irgendwie im Urin, so ein Gefühl, dass der nicht annehmen wird. Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Ich habe nur verstanden, tötet ihn. Wir werden den umbringen. Das ist doch Nonsens, oder? Der wird von. Macht ja keinen Sinn. So, ich muss ja mal ein bisschen was aufdecken hier. Ich sehe ja nicht, wo wir hier hin müssen. So, jetzt haben wir hier was aufgedeckt. Hier gehen wir erstmal nicht rennen, weil das ist irgendwie Helden 4. Wir können aber hier erstmal. Na, vor allen Dingen, du sollst ihm einen Koffer geben mit der Bestechung drin. Falls er annimmt, gut. Falls nicht, tötet ihn. Aber tötet ihn nicht, weil er zu viel Fragen aufwirft. Ich habe da noch extra Fragen. Viele Fragen, die jetzt gerade offen sind. Manchmal sind Geschichten schwierig. Ich habe vorhin, nee, heute Vormittag, halt bei GameStar da schon wieder so einen Titel gesehen, so, ob EA mit BioWare fertig ist oder sowas. Muss ich mir noch angucken. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich bin gespannt. Da kommt schon wieder diese komische Im Frage Teufel auf. Atraus. Mein Gott, sollen sie die doch machen lassen?
Ich fand das auch schon mal interessant, da die GameStar das damals auch mal, ich habe einen großen Titel in der Zeitung gehabt, gewesen. Ich hatte mir damals die normalen Zeitungen geholt gehabt. Und da war auch drin diese Sache mit EA und den ganzen Auflösungen von Firmen, wisst ihr, was ich meine? Und EA steht ja mal als Böser da. Und viele von den ehemaligen Firmenbossen haben gesagt, dass EA eigentlich ja nicht schuld war. Jedenfalls nicht zur damaligen Zeit. Weil da war das so gewesen, die konnten mit dem Geld, was EA denen gegeben hat, nicht umgehen. Die haben einfach den Blick für das Wesentliche verloren und haben einfach irgendwie noch mehr Hirngespinste in die Produktion gebracht und am Ende kam nur Müll bei raus. Und ich gehe mal von aus, dass EA daraus auch gelernt hat und dann halt die Hand darüber hält. Aber andererseits muss ich sagen, das ist immer so eine Sache. EA hat ja auch gesagt, dass Singleplayer tot sind und Multiplayer ist ja das mit Games as a Service und sowas alles. Und das ist nicht das, was die Leute wollen. Ich finde Multiplayer zum Beispiel nicht so das Wahre. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe das an Battlefront 2. So. Überwiegend werden immer nur dieselben Karten irgendwie gewählt. Keine Ahnung warum, aber ich hätte gerne auch mal andere Planeten. Ich hätte auch gerne mal, dass ich mir mal einen Planeten aussuche, wisst ihr, oder dass es denn, ich sag mal, planetenweise mal von vorne bis hinten durchgeht, dass das immer wieder wechselt. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich spiele mal auf demselben Planeten. Und das macht auf Dauer, macht dann auch keine Laune. Zweitens, irgendwann wollen die Spieler auch nicht mehr, wisst ihr, und die gehen dann weg, weil ein neues Multiplayer rauskommt und dann wollen die lieber Star weitermachen und wollen das mal lieber spielen. Das ist einfach alles, weil so sprunghaft ist, wisst ihr. Ich hätte lieber Singleplayer und dann halt die Möglichkeit, auch da Multiplayer zu machen. Da findet sich immer irgendwie eine Gemeinschaft. Aber direkt, also von vornherein ein reiner Multiplayer. Ich persönlich Finger von lassen. Gut, ich habe jetzt hier Star Wars Old Republic, aber das ist ja ein MMO in dem Sinne. Ist auch ein Multiplayer, aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte keinen so ein, was jetzt nicht so wie das hier angelegt ist. Soweit als Multiplayer, so reiner Multiplayer. Gib mir einfach meine, keine Ahnung, 20 bis 50 Stunden Story und danach könnt ihr machen, was ihr wollt. ja, das ist so, wo ich denke dann so, schwierig. Also ich bin auch mehr der Singleplayer-Typ. Es gibt nichts, was ich euch zu sagen hätte. Was sollen wir jetzt hier machen? Triff dich mit den Rists am Treffpunkt. Hab ich. Muss ich hier noch irgendwas machen? Das ist für ein Blödsinn. Sieh dir das an, Bruder. Ein Sith. Anscheinend ist Tool doch nicht so blöd, wie ich dachte. Es wird ihnen nichts nützen, aber immerhin haben sie es versucht. Wenn ihr mir jetzt bitte die Bezahlung gebt. Ich denke, ich werde euch einfach umbringen. Zu den Waffen, Leute! Es war als Auswahlmöglichkeit da. Was soll ich machen? Ich kann doch nicht ändern, Mensch. Im Teufel atraus. Achso, ich muss ja vielleicht auch mal umstellen, ja. Stopp! Hör auf, Kai! Sie ist uns überlegen und außerdem ist es das nicht wert!
Die Beweise befinden sich schon auf dem Weg zum Haus Ulgo. Er wollte sie euch nie geben. Ihr werdet alle dafür bezahlen. Sam, du Idiot! Wir hätten Grafen werden können! Du hast jeglichen Sinn für Ehre verloren. Lügen und Stehlen? Ich habe geschworen, nach einem Kodex zu leben. Der Läufer mit den Beweisen bringt sie zu Ulgos Sohn Wessex. Sam, du würdest deinen eigenen Bruder betrügen? Dafür sollte ich dich töten! Verdammt, Kai. Es tut mir leid. Die Zielkoordinaten des Läufers sind in der Konsole da drüben gespeichert. Ihr könnt ihn vielleicht einholen, wenn ihr euch beeilt. Ich übernehme Kais Attentäter. Ich verspreche, dass weder ihr noch das Haus Thul je wieder etwas von uns hören werdet. Niemand betrügt mich und kommt mit dem Leben davon. Hat er ja wirklich gedacht, dass wir den jetzt laufen lassen? Und wo ist Kai jetzt hin? Kai liegt nicht mehr am Boden. Da ihr die Akten über den Attentäter durchstöbert, nehme ich an, dass das Treffen nicht gut verlief. Gab Komplikationen. Der Attentäter wollte mich als Geisel nehmen. Das hatte ich erwartet. Lasst kein Detail aus. Wenn Wessex Ulgo diese Beweise erhält, wird bald jedes Haus auf Alderaan wissen, wen Haus Rist für das Haus Thul töten soll und wann. Sie werden das Haus Thul nicht einfach nur verbannen. Sie werden es vernichten und jede Chance des Imperiums auf Alderaan wird mit ihnen sterben. Gebt mir einfach eine Chance, Ulgo zu finden und aufzuhalten, bevor sie die Beweise veröffentlichen. Das ist leichter gesagt als getan. Wessex Ulgo befehligt einen Trupp der besten Kommandos auf Alderaan. Sie haben sogar Jedi besiegt. Aber ihr habt vielleicht eine Chance. Ich muss euch bitten, die Beweise zurückzuholen. Schnell. Ich kann mich gerade noch so dazu herablassen. Ich danke euch vielmals. Findet die Beweise und vernichtet sie. Dann verspreche ich euch, euren Lohn zu verdoppeln. Also dafür müsste man den eigentlich schon wieder hinrichten. Für diese Aussage. Wir sind im fucking Imperium und der kommt mir mit, sie haben sogar Jedis getötet. Als ein Imperialer muss man doch davon ausgehen, dass Jedis scheiße sind. Hör mal. Der kann mir damit kommen, wenn er sagt, hier, die haben, pass auf, der hat hier schon Sith getötet, aber doch keine. Aber doch. Das ist unerhört. Ruhig, Bruder. Ruhig. Ich frag mich echt, was der Quatsch soll. So, warte mal, nee, ist falsch rum. Wir mischen hier hinten lang. Über die Brücke, glaube ich. Also wirklich, also manchmal, wenn man könnte, wie man wollte, ja, würde hier keiner mehr von diesen scheiß Lakaien hier am Leben sein. Jetzt ist hier Ruhe. Der Planet ist hier säubert worden. Ist niemand mehr am Leben. Was habt ihr getan? Nur das, was von mir verlangt. So, müssen wir jetzt lang hier? Müssen wir jetzt hier irgendwie lang oder so? Gehen erstmal hier oben lang. Wir gehen erstmal hier oben lang. Müssen wir sowieso. So, und ich glaube, jetzt müssen wir hier hinten durch. Machen wir erstmal die Aufgabe, wa? Ah, ist unerhört sowas. Also wirklich. Diese erbärmlichen. Diese ekelhaften. Versuchend aber immer wieder hier, wisst ihr so? Baru Jamunja. So, na ihr Lackaffen, ihr.
Warte mal, ich mach mal erstmal. Was ist denn hier? Sehr gut. Ihr Lackaffen, ihr Lacker, ihr Malacker. Warte mal, wir können noch hier. Jetzt hier diesen hier. Geil. Ach, haben wir ja nicht. Sehr gut. Die haben noch nie mal kommen sehen, wer sie da angegriffen hat. Ist das hier noch einer, den wir hier umbringen müssen? Ja. So, komm mal her hier. Was sind das hier? Meucheln. Mann, ich komme ja nicht dazu. Kämmen wir öfter mit der Scheiße da. So, Bonus haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Habe ich hier eigentlich irgendein Dingens laufen? Habe ich hier in einem Laufen? Erheblicher, ja, 17 Minuten noch. Sehr gut. Reicht ja noch für die Folge, ja? So ungefähr. So, Wessex Ulgo. Haben sie auch nach all den Jahren nicht hingekriegt. Gut. War, glaube ich, kein abgeschlossener Bereich, oder? Nee. Denn mal raus hier. So, eigentlich sollen wir zu denen zurückkommen. Wir haben hier noch eine andere Aufgabe zu tun. Was sind wir jetzt hin hier? Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Ah, der hat ein paar stramme Arschbacken, wa? Ach, herrlich. Guck mal hier, hier unten. Pass mal auf, hier in dem Bereich. Ja, habt ihr gedacht, war das eine Nase, ihr? Ihr Perversen, ihr. Ist nicht sein Piepan. Ach, herrlich. So, müssen wir jetzt hier hoch? Jo. Machen wir das mal so. Ich hab keinen Bock auf Geld. Einfach durch und dann ist gut. Moin, ihr Lappen. Moin, moin. Moin, morgen. Ja, morgen. Guten Tag. Hallo. Servus. Moin. Ja. In dem hinteren Bereich hier ist auch nochmal so ein Wissensobjekt. So, jetzt sind wir drin hier. War wieder zu schnell mit dem Reden. Das hat man bestimmt wieder nicht verstanden. Jetzt gehen wir rein hier. Und dann gehen wir gleich durch. Wir mogeln uns jetzt hier durch. Mit der Klasse haben wir ja, können wir es machen. Ich weiß ja nicht, hat noch irgendeine Klasse Tarn? Weiß ich jetzt ja nicht. Ja, hier die Seite. Botschafter.
Botschafter? Nee, war das Botschafter oder Gelehrter? Weiß ich jetzt ja nicht, welche. So. Hausrist. Rist. Das macht sich aber ja nicht so verkehrt. Hier bist du mal ganz beschäftigt mit Kämpfen. Muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Tempo könnte höher sein. Schön wäre, wenn man sich im Tarnmodus genauso schnell bewegen könnte wie im normalen Modus. Das wäre natürlich optimal, aber ist es natürlich nicht. Aber gut, man kann nicht ändern. Wir sind noch richtig. Alles noch gut. Wie sie hier stehen und lauern. Für den Angriff gewappnet. Die tun so, als wenn hier ständig welche hier rein wollen. Aber du hast halt diese Angriffe nicht, weißt du? In Teufel atraus. Ja, hier war doch noch so einer. Sehr gut. Meinen Glückwunsch, Sith. Ihr seid in mein Heim eingedrungen. Habt meine Attentäter abgeschlachtet und euch einen Weg in meine privaten Gemächer erkämpft. Kann ich euch wenigstens etwas zu trinken anbieten, bevor ihr Forderungen stellt? Das Einzige, was ich trinken werde, ist euer Blut. Ich fürchte, mein Blut gehört nicht zum Angebot. Zumindest nicht ohne einen Kampf. Also sagt mir, was Elana Tool von mir will. Das weiß ich nicht, aber ich möchte mit euch über Noma Organa sprechen. So. Lasst mich raten. Ihr habt diese Holo aus einem staubigen Archiv im Haus Alde. Sagen wir einfach, die königliche Jediheit Noma Organa und ich sind Geschichte. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Erzählt mir von Noma Organa, oder ihr sterbt. Denkt ihr, als Sith könntet ihr mich mit euren Drohungen einschüchtern? Ich habe mehr Krieg gesehen als ihr oder euer kleines Thulvögelchen. Und ohne einen Kampf bekommt ihr nichts aus mir heraus. In Ordnung. Ihr gewinnt. Ich werde ihn kontaktieren. Noma Organa ist es nicht wert, für ihn zu sterben. Aber dann will ich, dass ihr verschwindet. Ihr befindet euch kaum in der Situation, um Bedingungen zu stellen. Nein, wohl nicht. Ich hole ihn auf den Schirm. Rehanna, was... Für eine Überraschung. Das kann ich mir vorstellen. Noma,
Es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Nur zu. Kann ich etwas für dich tun? Irgendetwas? Es ist, kompliziert. Ich brauche da einen Gefallen von dir, hier auf Alderaan. Ich hatte gehofft, wir können uns treffen. Natürlich. Ich kann in ein paar Stunden da sein. An der alten Stelle? Ja, die alte Stelle. Ich danke dir. Da, seid ihr jetzt zufrieden? Erzählt mir von diesem Treffpunkt. Ich werde euch die Koordinaten geben. Aber ich werde euch nicht begleiten. Und ihr solltet lieber von hier verschwinden. Der Treffpunkt ist in einer unterirdischen Höhle in der Nähe des Hauses Cortez. Doch die Eingangstunnel sind voller Killix. Also viel Glück. Ihr wollt, dass ich dabei draufgehe, ja? Ich kann nicht sagen, dass ich euch vermissen würde, Sith. Und jetzt raus aus meinem Haus! Nein, Warum? Och, Mann. Shit. Da war eine Dings mit Töten nahe gesehen. Verdammt. Mann. Ach, Mann. Hier oben irgendwo lang, wa? Wir müssten dann sowieso von hier aus irgendwie. Ach Mann, ich wollte die töten. Warum habe ich die nicht getötet? Ein Sith mit Depressionen. Ich konnte sie nicht töten. Warum habe ich sie nicht getötet? Sagt mir bitte, dass ihr Wessex besiegt habt. Naja. Sagt mir bitte, dass ihr die Beweise der Untaten von Haus Tul vernichten konntet, bevor Ulgo sie verbreiten konnte. Die Geheimnisse des Hauses Tul sind sicher. Niemals in meinem Leben war ich so erleichtert. Hier ist eine Belohnung vom Hause Tul. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, ihr wisst das. So. Jetzt müssen wir ja hier wieder zurück. Oder warte mal, können wir da hinfliegen? Die Taxiplattformen sind geöffnet. Jo. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Also richtig hier mit dem Server ist auch schon wieder Müll, wa? Sehe ich schon die ganze Zeit immer so ein bisschen, wenn ich mal hingucke, da es wird mal runter, mal hochgeht. Ich glaube, ich habe letztens auch irgendwo was gelesen, dass wir da einige Probleme hatten. Naja. Solange man hier keine Einbußen deswegen hat, ist es mir eigentlich wurscht. Melde dich bei Leutnant Marmur. Muir? Ist da noch ein I dazwischen? Ja, ich glaube. Sehe ich von hier hinten gar nicht. Meine schwachen, trüben, alten Augen. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier überhaupt richtig sind, wa? Hoffet.
Könnte sein. Teufel Atraus. Aber Freunde, dann machen wir in der nächsten Folge, denn für heute reicht's schon wieder. Haltet die Ohren steif und tschüss.